In ganz Israel heulen heute die Sirenen und die Menschen halten für 2 Minuten inne. Das Land steht unter dem Eindruck der Erinnerung an den Holocaust. Entsprechend knapp kommentiert Netanyahu bei der Gedenkveranstaltung die Einigung mit seinem bisherigen Kontrahenten Gantz auf eine große Koalition. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, verlangen eine weitreichende Einigkeit im Staat und in der Bevölkerung. Gemeint ist die Corona-Krise, die eine handlungsfähige Regierung erfordere. Die Vereinbarung mit Gantz sieht vor, dass Netanyahu die ersten 1,5 Jahre das Amt des Premierministers übernimmt und ihm Gantz dann als Premier nachfolgt. Gantz hatte Netanyahu im Wahlkampf als Partner wegen der Korruptionsvorwürfe gegen ihn abgelehnt. Jetzt rechtfertigt er die Koalition mit Netanyahu mit der Ausnahmesituation durch die Pandemie, die keinen politischen Stillstand mehr erlaube. Auf Twitter schreibt er: Diese nationale Notfallregierung verhindere, dass Israel eine 4. Parlamentswahl in Folge bekäme. Doch dieser Fall ist nicht ausgeschlossen. Gantz und Netanyahu müssen ihre Vereinbarung auch von ihren anderen Koalitionspartnern absegnen lassen und im Parlament zur Abstimmung bringen. Außerdem haben Netanyahus Gegner das oberste Gericht angerufen, um klären zu lassen, ob ein Angeklagter überhaupt eine neue Regierung bilden darf. Sollten die Richter gegen Netanyahu entscheiden, stünde Israel wieder vor Neuwahlen. Auch das haben Netanyahu und Gantz so vereinbart.